Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play War Thunder, dem zweiten Part. Heute mit mir, dem Speedmanist und sonst keinem. Ja, ich spiele heute also mit den Russen und ja, auf einer ganz neuen Map, wie ich sehe. Also die habe ich bisher vorher noch gar nicht gespielt. Ich fange wie immer an mit meinem Doppeldecker. So, dann kann es ja gleich mal losgehen. Ich gehe wieder in die Innenansicht, weil ich einfach auf mit der am besten spielen kann. Ja, also bei der Map hier gibt es zwei Optionen. Entweder alle gegnerischen Flugzeuge töten, also abschießen, oder halt alle also Bodeneinheiten zerstören. Und dann fangen wir doch gleich mal an. Da hinten haben wir schon unser erstes Opfer. Hoffentlich. Aber ich glaube nicht, dass es so klug ist, da direkt drauf zu gehen. Soll mal andere machen. Ich möchte mich nicht immer gleich als erstes immer abschießen lassen, ansonsten sagt noch irgendjemand hier, du kannst gar nicht spielen. Ja. Dann geht's jetzt mal los. So, gehen wir doch gleich mal auf eine MiG-3. Ein ganz neues Flugzeug jetzt. Ich weiß jetzt, ich sehe ihn gerade nicht. Da fliegt er. Schon abgestürzt. Leider nur eine Abschusshilfe, aber macht ja nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier mit einem schweren Panzer gegen einen schweren Panzer ankommt. Anscheinend nicht. Ja, dann mal auf hier zu dem hier. Ah, ich werde beschossen. Hilfe. Also ich probiere es jetzt mal mit einer Blenheim. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schlagkräftiger Bomber. Für was heißt schlagkräftig? Vielmehr, er hält sehr, sehr, sehr viel aus. Und er ist eigentlich sehr schnell. Also der schafft über 400 Spitze und ja, das ist eigentlich für einen Bomber heftig. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, mein Flugzeug wurde abgeschossen. Von ihm, anscheinend. Ja. Also dann geht's jetzt gleich rein mit meinem neuen Flieger, einer MiG-315. Ich habe die bisher noch gar nicht gespielt, weiß nur, dass sie eine etwas bessere Bewaffnung hat, also zwei 7,76 mm Maschinengewehre und eine 12,7, also wird lustig. So. Dann suchen wir uns doch mal ein Opfer. Wieder eine Blenheim. Wie soll es denn auch anders sein? Okay.
Ja, schießen ist eine Kunst. Aber was soll's? Verdammt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich irgendwie falle oder steige, also ich bin gerade komplett orientierungslos. Ich weiß auch nicht, wie so mein Flugzeug steht, also die hier scheint relativ viel auszuhalten. Ja, da muss ich von hier abdrehen und erstmal wieder Fahrt aufnehmen. Und auf ein neues. Mal schauen, ob wir an sie rankommen. Kann ich schon mal die Maschinengewehre wieder nachladen. Nicht, dass mir während dem Kampf die Munition ausgeht und ich deshalb wieder abstürze. Und ich hoffe auch inständig, dass ich nicht zu langweilig bin für euch. Also ich erzähle relativ wenig, weil ich mich relativ stark konzentrieren muss. Ja, da sieht man es, leeres Maschinengewehr bringt nicht viel. Komm, leck mich doch am Arsch, du scheiß Flugzeug da oben. Du gehst mir jetzt auf den Piss, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Ich muss ja auch irgendwas schaffen in dem Spiel. Ich bin gerade mal im Mittelfeld, habe wieder keine Abschüsse gemacht und so ist es etwas nervig. Ja, dann gehen wir doch mal hier auf den Fremdkörper. Okay, okay. Ich merke schon wieder, dass ich in die Überlast reingehe. Obwohl es mir nicht angezeigt wird, weil einfach mein Flugzeug. Ja. Abstürzt. Ach, da ist einer in mich reingeflogen. Ah! Wie sie hasse, ey. Ganz ehrlich. Nein, da hört der Spaß wirklich auf, Leute. Oh, wenn ihr das Spiel spielt, fliegt nicht in einen anderen rein. Es ist einfach nur nervig und bringt euch gar nichts. Ja, hier, ich gebe euch jetzt mal die Fensen, indem ich diesen scheiß schweren Panzer da tot mache.
einfach unnütz Munition rausschießt. Oh, ganz ehrlich, Leute, warum müsst ihr immer mein Flugzeug kaputt machen? Ich finde das nicht korrekt von euch. Also ich versuche jetzt mal zu landen ohne Höhenruder und meine rechte Tragfläche ist auch fast am Arsch. Also ich zeige es euch mal. Ja, mein Höhenruder komplett zerfetzt. Tut mal einfach so, als würde ich abstürzen. Ja. Ein bisschen funktioniert sogar noch. Ja, und jetzt ist die Schlacht auch wieder vorbei, toll. Und ich habe wieder gar nichts geschafft. Toll, ja, ich freue mich richtig. Oh. Ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.